Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Jans Kanal. Wir sind heute beim Trend Vision Podcast und das alles passiert. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem wunderschönen Account. Hier auf diesem wunderschönen Kanal. Für mich geht es gerade nach Köln, denn ich begrüße euch jetzt herzlich zu einem Day in the Life Vlog. Heute ist in Köln Trend Vision Pop-Up. Ich gehe natürlich hin, ich bin eingeladen, ich gehe meine Jungs besuchen und dementsprechend dachte ich mir, ich nehme euch ein bisschen mit. Außerdem gehen wir natürlich auch ein bisschen in die Stadt, gehen ein bisschen shoppen, checken ein paar Läden ab, gehen was essen, treffen ein paar Leute, dies, das und ich denke, es wird ein cooler Vlog. Deswegen wie immer, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst gerne ein kostenloses Abo da, ich wünsche euch viel Spaß. Wir legen los, let's go! Wir sind in Köln und schaut euch mal an, welchen wunderschönen Mann. Boah, es hat sich gereimt. Amriss am Start. Was geht ab? Ganz kurze allgemeine Frage. Meinung Future Metro Album? Du weißt, ich muss dich fragen. Arsch? Ja, ich finde overrated. Warte. Du fühlst nicht? Nee, also da sind vier geile Tracks drauf, finde ich. Oder vier bis fünf so, die ich mir anhören könnte. Ach Quatsch, hör auf, komm. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Pop-Up. Müsste da vorne sein. Ist in Ehrenfeld. Ich bin gerade schon vorbeigefahren. Ist wirklich eine unfassbar lange Schlange. Ich war gespannt, wer alles da ist. Ich hab Bock. Und wir setzen jetzt dann circa noch 500 Meter. Und dann schauen wir mal. Gebt euch mal bitte diese Schlange. Guckst du das mal, wie viele Menschen einfach sind. Und mittags oder so, ist ja geil. Steppen wir jetzt mal rein. Da vorne stehen wirklich auch noch Leute. Es gibt anscheinend zwei verschiedene Schlangen. Und das ist irgendwie in dieser Halle oder so. Es gibt da Leute, die da gecampt haben. Ich glaube, da waren sogar Leute schon wie vorgestern oder gestern schon hier. Also wirklich komplett gestört. Gucken jetzt mal, ob wir reinkommen. Ich habe schon bei TikTok gesehen. Wirklich geisteskranke Location. Also krank aufgebaut. Mit so Steinen, die in der Luft schweben. Nebel, die Stuff. Da bin ich jetzt auch nochmal Hype drauf. Gebt euch bitte erstmal die ganzen Leute. Digga, das ist ja komplett gestört. Oh. Spotted. Das sieht wirklich für crazy aus, ja. Gebt euch mal bitte, wie krass diese Location ist. Also Retail, ich glaube, krasses Pop-Up, was ich je gesehen habe. So von der Location allein ist ja geistkrank. Guckt euch das mal bitte an. Einfach immer noch so eine Schlange. Und da müssen die halt dann rein und da geht es dann nochmal weiter. Was ist deine Meinung zum Pop-Up? Wie geht's dir bis jetzt? Mir geht es sehr gut. Ich bin halt sehr müde, ich bin ja schlank hier. Der Pop-Up ist ultra krass. Die Spieße sind echt cool geworden. Was passiert im Mai? Asien wird auseinander. Jungs. Guckt euch mal diesen Gürtel an. Der Junge macht alles richtig. Schaut, das geht raus. Redet ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 15 Uhr. Pop-Up läuft. Ich bin voll, dass ihr das. Die Musik ist auch sehr, sehr laut. Also wirklich jeder hier könnt sehen, oben. Joshi im Headglitch. Wenn wir hier am Start haben, den einzig wahren CEO. Bist du happy, wie es läuft? Extrem happy, Bruder. Extrem happy. Bist du hier angestanden? 6 Stunden. Du bist jetzt drin nach 6 Stunden? Ja. Stark. Was holst du dir? Ja, er meint, es gibt nichts auf meiner Kurse. Geil, 6 Stunden gemacht. Guckt euch mal diese Jungs an. Wow, was für Supporter. Meine Jungs. Der Junge ist ja gestört. Shirt, Hoodie, Schlüsselanhänger und Parachute Pants. Ey. Respekt. Sehr starker Typ. Falls ihr euch fragt, woher dieses Outfit ist, weil ich weiß, die Kommentare werden kommen. Kleiner Location Switch und zwar werdet ihr in Zukunft alle meine Outfits mit allen direkten Links zu den Produkten in der Gate App finden. Gate steht für No More Gatekeeping. Ich blende es euch hier mal ein. Ihr könnt sehen, dort lade ich meine ganzen Outfits hoch mit direkten Links zu den Produkten. Das heißt, ihr könnt dann durchswipen, könnt gucken, okay, das trägt ihr alles, könnt draufklicken, halt direkt auf der Seite und könnt es halt sofort nachkaufen. Es ist die perfekte App, um Inspo zu sammeln, Sachen nachzukaufen und vor allem müsst ihr nicht dann immer jedem fragen, yo, woher sind deine Sachen? Problem ist nur, die App ist noch in der Testphase, ist noch gar nicht draußen, aber keine Sorge, das wird in naher Zukunft passieren. Ich packe euch den Link zu meinem Gate-Profil mal oben in die Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Da seht ihr auch schon meine ganzen Outfits und könnt dann gucken, wo die ganzen Sachen sind. Und als kleines Special haben Gate und ich uns überlegt, eine Sacralite-Regenjacke, die eigentlich ausverkauft ist, exklusiv in eurer Wunschgröße zu verlosen. Das heißt, ihr bekommt dann einfach eine von den Retouren, die reingekommen sind. Und das Einzige, was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist Gate bei Instagram folgen. Hier mal irgendwo eingeblendet. Da seid ihr auch bei immer up to date, wenn die App online kommt und generell, was alles so abgeht. Und natürlich diesen YouTube-Account hier zu abonnieren. Ganz einfach Gate folgen, den Account abonnieren. Das war's. Ganz, ganz easy. Der Gewinner wird dann in der Instagram-Story von Gate gepostet. Das wär's dazu. Check Gate ab. Check mein Profil ab. Link dazu in der Beschreibung. Schaut aus Gate. Und das war's. Jungs, gebt euch mal bitte diese Hose. Wie krank ist diese Hose? Ich finde die so geil. Ich muss die jetzt einmal anprobieren, weil ich muss mir die nachbestellen. Wirklich komplett gestört. Das ist die Hose. Ich muss sagen, ich finde die Hose gestört. Aber du meinst gerade, die passt. Die steht mir nicht. Ich finde, die steht dir nicht. Schreibt in die Kommentare. Soll sich Jan die holen oder nicht? Hast du erst mal aus meinem Video? Ja, natürlich! Wir haben mittlerweile 15.38 Uhr und ich denke, langsam wird es Zeit, mal wegzugehen vom Pop-Up, in die Stadt zu gehen, die Name abchecken, vor allem was essen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, ich bin im Wohnzimmer und deswegen wird es langsam Zeit.
Wir haben es geschafft. Marco und ich sind noch zu zweit in der City, Amris nach Hause gefahren. Wir checken jetzt nochmal so 1, 2, 3 Stores ab, mal gucken. Easy. Das Ding ist, ich bin halt irgendwie unnormal selten in Köln, also ich bin wirklich zweimal im Jahr irgendwie hier. Obwohl ich direkt an Köln wohne, also ich bin wirklich nicht weit weg von hier, aber ich bin irgendwie nie hier, ich bin mehr so der Düsseldorf-Typ. Dementsprechend bin ich auch nicht so oft in den ganzen Stores hier und deswegen wird es mal Zeit, nochmal ein bisschen hier abzuchecken. Ich glaube, das letzte Mal in Köln shoppen war ich im Sommer letztes Jahr mit Yoshi, da kam ja auch ein Vlog online, seitdem war ich, ich glaube, ich war seitdem wirklich nicht mehr hier. Deswegen mal gucken, ein, zwei Stores abchecken, ich bin auf jeden Fall gespannt. Beispiel, ich könnte schwören, letztes Mal, als ich in Köln war, gab es diesen Store noch nicht. Einfach ein eigener Birkenstock-Store. Komm, lass mal reingehen. Den hier habe ich. Das ist der Gold-Timber, wahrscheinlich Timberland. Das ist der Gold-Birkenstock, genau den habe ich. Ich finde das der beste mit dieser Bronzeschnalle, schwarzer Sohle, Suede. Sehr, sehr geiles Teil. Die sind eigentlich auch nice mit dieser Ton-in-Ton-Sohle, ne? Aber meiner ist, glaube ich, nicht so. Meiner hat auch eine schwarze. By the way, für alle, die irgendwie Vintage shoppen wollen, ich empfehle euch diesen Laden nicht. Also da war ich jetzt, glaube ich, 5, 6 Mal drin. Hat wirklich nur Arschsachen, da ist nichts Geiles dabei. Also ich habe auf jeden Fall nichts Geiles gefunden. Dementsprechend, ich zeige euch gleich einen besseren, weil hier gibt es eigentlich gute Vintage-Läden. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Next up, Weekday. Gibt es in Düsseldorf auch nicht. In Köln ist ein eigener Store. 60% off. Da kann man nochmal reinsteppen. Ich sag ehrlich, der Knit hier, eigentlich tough. Also so die Waschung, die Farbe. Kann schon geil kommen. Das kostet der Lachs 59 Euro. Ist eigentlich sogar fair. Den Zipper hatte ich online auch schon gesehen. Ihr wisst ja, ich bin so großer Fan von so clean, grau Melange Zippern. Der hat so eine leichte Neopren-Optik, irgendwie so ein Taucheranzug. Aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass der relativ geil fittet, weil der halt so steif, ja, der ist steif. Das Ding ist halt, das ist eine XL jetzt. Aber die sahen so relativ kurz aus. Sagst du, so fit? Doch, ist gut. Das passt zur Hose. So Neopren-Dings irgendwie, also so voll komisch vom Stoff, aber es irgendwie... Ich finde, es fittet eigentlich ganz weit. Oh. Was kostet die? Ja, aber dumm, jetzt müssen wir, weil ich habe halt 4 graue Zipper. Das ist geil. Aber falls ihr auf der Suche nach einem relativ preiswerten grauen Basic-Zipper seid, checkt es gerne mal. Ich bin echt nicht schlecht. Ja. Ah, der ist zu groß, der ist Arsch. Geil. Das war's zu Weekday. Auf jeden Fall nicht so viel krasser Stuff am Start, aber eigentlich ganz cool. Kann man selbst mal auschecken, vor allem, weil es in Düsseldorf kein Weekday gibt. Und warum gibt es eigentlich in Düsseldorf keinen? Ich weiß nicht, Düsseldorf kann auch mal ruhig einen Store aufmachen, aber auf jeden Fall mal ganz cool. Nächster Store in Köln, den man auch sehr gerne mal auschecken kann, ist Atelier X. Sehr, sehr nicer Store vom Interior, von den Sachen, die haben. Ich habe gerade einfach die teure Version von meiner Jacke gefunden. Ich denke, das sieht einfach eins zu eins gleich aus, oder? Meine Jacke, irgendwie 80 Euro, die Jacke hier, lass mich raten. Oh, 1,6. Wir sehen hier zum Beispiel auch überall Arken Studios, sehr, sehr wild. Guck dich auch mal bitte, wie geil es einfach so eingerichtet ist, wie geil es aussieht. Jetzt mal hoch, die zweite Etage, hier ist zum Beispiel so Rick, Moncler, ein paar andere Designer-Brands. Ich wusste gar nicht, dass es Fear of God Birkenstocks gibt. Ich höre, es war mir vorbeigegangen. Das ist eigentlich ganz nice, außer dass der irgendwie 10 Kilo wiegt. Wir haben hier zum Beispiel alles Margiela, hier ist Kenzo, hier ist alles, glaube ich, Jill Sander, hier ist Rick. Also hier ist wirklich eine sehr große Auswahl. Okay, hier hinten ist zum Beispiel noch Fear of God, aber eben die Mainline, also unbezahlbar. War auf jeden Fall jetzt nichts dabei, irgendwie für mich, was jetzt irgendwie interessant war. War auf jeden Fall immer ein Laden, wo man gerne mal reinsteppen kann, wo man auf jeden Fall die Chance hat, ein paar coole Pieces zu erwischen. Und ich sag euch, das ist es. Durst der Stadt Zitrone ist mit Abstand der Beste. Wer was anderes sagt, weg mit euch. Da vor uns der nächste Store, und zwar Vintage & Rags, der, wie ich finde, beste Vintage-Store in Köln. Also wenn ihr Vintage shoppen wollt, dann checkt gerne mal den Store ab. Das einzige Problem ist nur, die Jungs wissen, welche Pieces teuer sind und welche nicht. Das heißt, die guten Sachen sind meist noch relativ teuer. Das ist der Store von innen. Ihr könnt sehen, sehr, sehr groß. Da geht es noch weiter, sehr, sehr viel Auswahl. Und hier wird jetzt einmal durchgeguckt. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach so einer Vintage-ausgewaschenen Camo-Car. Ich bin in Los Angeles immer die ganze Zeit gesucht. Aber das Problem ist, die haben immer welche. Aber die sind halt meistens so relativ straight geschnitten, nicht so weit. Und ich will eine, die so richtig geil baggy sitzt, so richtig schön ausgewaschen ist. Wobei ich sagen muss, diese Digital Camo ist eigentlich auch ganz geil. Aber ist auch geil. Dieselbe Problem, auch ein bisschen zu eng. Aber an sich die crazy, auch so blass gewaschen. Also ich finde die Waschung auch viel geiler als so dieses knallige, weißt du? Ja, ich finde die Waschung auch. Ja, ich will auch, dass die so ausgewaschen, so blass sind, so ein bisschen zu dings. Aber ich habe schon in Los Angeles die ganze Zeit solche Camo-Hosen gesucht, aber keine geile gefunden. Wisst ihr, was ich bei so Flanells immer mies abfuckt? An sich sind die eigentlich mies fresh, auch jetzt für den Frühling. Aber die sind immer so todeslang. Was ist das Size M? Warum ist das so lang? Warum können die nicht einfach so geil boxy crop sitzen, so ungefähr? Warum müssen die immer so lang sein? Die haben auf jeden Fall richtig viele von diesen Vintage-Jerseys und ich hätte richtig Bock auf so ein NFL-Jersey. Vielleicht finde ich eins, was mir passt, weil die sind meistens so unnormal lang. Aber ich hätte gerne eins, was so ein bisschen kürzer sitzt, ein bisschen breiter, was man dann auch geil layern kann. Das ist zum Beispiel sehr, sehr fresh, finde ich, von den Farben. Aber es ist halt wieder so todeslang. Wären die einfach ein bisschen kürzer, würden die so... Wer ist Moss? Shoutouts Moss. Aber wenn die einfach ein bisschen kürzer, würden die so krass kommen. Das auch sehr, sehr fresh. Boah, und so Babyblau für den Sommer. Aber auch, wie gesagt, todeslang leider. Ihr könnt es sehen, die Bags sind am Start, Laden wurde leer gekauft. Safe, safe. Nee, keine Ahnung, ich habe ein, zwei Sachen anprobiert, die haben aber nicht wirklich gut gefittet. Ansonsten habe ich nicht so viel nice Stuff gefunden.
Dementsprechend sind wir wieder raus und jetzt wird was gegessen. Ich habe nämlich geistkrank Hunger, ich habe heute noch nichts gegessen und dementsprechend muss es jetzt erledigt werden. Und es wird dieser Laden hier, Mason, Sen, Mason, Sen, wie auch immer, vietnamesisches Streetfood, war ich schon mal sehr, sehr krasser Laden und da habe ich jetzt Bock drauf und hier werden wir jetzt essen. Schönes Chicken mit Curry, Reis und das kommt jetzt sehr, sehr gepflegt. Marco hat auch so eine Chicken Bowl mit Udon-Nudeln, sehr, sehr wild und das ziehe ich mir jetzt rein. Essen wurde vernichtet, ich bin todesvoll. Wir haben mittlerweile auch, glaube ich, schon fast 19 Uhr. Dementsprechend geht es jetzt zum letzten Store. Und zwar nämlich, ihr könnt es da vorne sehen, Overkill. Da habe ich damals vor ca. einem Jahr dieses Dusty Mash Jersey mit Yoshi gekauft. Gebt euch mal bitte, wie fresh dieser Store ist. Mit den ganzen Fabrics. Zu fresh. Wir haben es geschafft, wir sind zurück am Auto. Jetzt geht's back nach Hause. Ich bin komplett im Arsch, aber wir hören uns gleich nochmal. Ja, ich habe, glaube ich, tatsächlich gar nicht so unfassbar viel heute gefilmt. Abgesehen davon, dass ich heute zwei Videos aufgenommen habe, wo man auf dem Pop-Up die ganze Zeit neue Leute kennenlernt, alte Leute wieder trifft, die ganze Zeit in Gesprächen ist, die ganze Zeit hier und da unterwegs ist, ist es dann immer schwierig mit dem Film, beziehungsweise die ganze Zeit dran zu denken, dass dann immer die Kamera überall drauf hält und man will auch irgendwie nicht die ganze Zeit über die Kamera drauf halten. Deswegen habe ich, glaube ich, wie gesagt, gar nicht so viel gefilmt. Ich weiß nicht, muss mal im Schnitt dann gucken, wie viel zu Ende des Tages ist. Trotzdem denke ich mal, war es ein ganz cooler Vlog, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Wirklich nochmal extrem fette Shoutouts an die Jungs, Alex, Tu, Johnny und das ganze Team. Wirklich ein sehr, also ich würde sagen, das krasse Pop-Up, wo ich bis jetzt hier war. Von der Location, von den ganzen Leuten, von den Pieces, alles war wirklich unfassbar nice und im Groben und Ganzen abgeliefert. Ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog trotzdem gefallen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der krasseste Vlog war und die krassesten Sachen irgendwie abging. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen schwer, da alles die ganze Zeit zu filmen. Aber keine Sorge, es kommt noch ein zweites Video, ein sehr, sehr cooles Video. Ansonsten war es das von mir. Macht's gut, haut rein und noch einen schönen Sonntag. Und vergesst nicht, nächsten Sonntag, also heute in einer Woche, ist neuer Sacralite Release. Alles weitere dazu, wie immer auf Instagram, sehr, sehr gerne abchecken. Ansonsten haut rein, macht's gut und ciao!